Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Super Geekbox ist gekommen. Zieht euch das mal rein. Ja. Normal, oder? So gehen die immer mit den Paketen um. So, ich mache die blaue Box auf und sehe eine blaue Box. Sozusagen. Guck mal. Das ist einer dieser Rucksäcke, diese Stoffrucksäcke, Turnbeutel sozusagen, von der TARDIS, von Dr. Who. Cooles Teil. Ja, einfach mal ein Turnbeutel. Nicht vergessen. Was haben wir hier noch? Ah, Adventure Time. Und zwar ein Regenbogen. Nyan Cat mäßig. Ja, finde ich super. Steht sogar drauf. Nyan Dog. Finde ich lustig. Ein Lanyard. Cool. Hat man ja auch nicht so oft in diesen Boxen. So, was haben wir hier noch? Oha, ich sehe schon. Ach du Schande. Ja. Kommen wir mal zum T-Shirt. Das wird wahrscheinlich wieder hauteng sitzen, weil es ist wieder diese weiche Qualität. ja, das ist wieder von... Nö, ist wieder eine andere Marke. Die haben jedes Mal eine andere T-Shirt-Marke. Das finde ich total krass. Schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall ein Star Wars T-Shirt. Im Stile einer... Irgendwie stört die Box heute, ne? Gucken wir mal. Im Stile einer Nike-Werbung. Ne, eben nicht Nike Just Do It, sondern Sith, dann den Streifen als Lichtschwert, dann steht drunter There's Only One Passion. Ja, prima. Sitzt garantiert wie Wurstpelle, ich sag euch das. Wenn wir dann sehen. Dann haben wir den Pin. Super Geekbox, November 2015. Thema war Legacy. Hier ist der Pin. Ne, gekreuztes Lichtschwert, Kylo Ren. Im Hintergrund noch ein paar TIE Fighter und den Todesstern. Sehr schön. Das lassen wir erstmal drin. Oh, das ist, dann holen wir das hier mal raus. Was ist das? Das ist auf jeden Fall verbeult. Super, wenn die so mit der Box umgehen. Ich bin so begeistert. Schön. Mal sehen. Ah, das ist zugeklebt. Warum ist das zugeklebt? Sollte das zugeklebt sein? Schauen wir, was drin ist. Krieg's nicht mal raus aus dem Briefumschlag, so verbeult ist das. Briefumschlag. Und da drin ist eine dezent angedellte, aber guck dir mal, das ist ja total schief. Oh Mann, ey. Cool. Cooles Crossover auf jeden Fall. Open the Blast Door. Und das sind dann halt die Schildkröten, die Koopas von Super Mario als Stormtrooper, also die Koopa Trooper unterwegs. Finde ich sehr witzig. Was ist das? Ist das eine Grußkarte? Ja, okay. Da unten sind noch so Sachen drin. Oh ja, das ist ein Magnet. Ein Kühlschrankmagnet. Und zwar, wenn ihr mal gucken wollt, ne, das ist ein Crossover zwischen Nightmare Before Christmas und Star Wars. Ride the Star Wars Hype Train. Der Film kommt in die Kinos demnächst und die Leute stehen drauf. That's no moon. Okay, das ist kein Mond. Das ist ein Hintern. Nein, das ist eine Raumstation. Dann haben wir hier wie immer die Spoilerkarte. Hier nochmal so ein paar Impressionen vom letzten Mal. Und noch mehr Impressionen vom letzten Mal. Und was dann so drin war in der Box. Ach was. Ja, hier sind dann auch die Sachen noch abgebildet, die hier jetzt noch drin sind. Und das ist nur noch eine Sache. Und aufgrund des erheblichen Schadens der Umverpackung meiner Box hat auch diese Figur gelitten. Und es ist natürlich, wie immer, genau an der Seite kaputt gegangen, wo der Funko Pop drin lag. alter Schwede. Das ist schon heftig. Ja. Aber wir als Inbox-Sammler sind ja Kummer gewohnt. Guck dir das mal an. Wir haben C-3PO aus dem neuen Film The Force Awakens mit dem roten Ärmchen. Und den hat es so gar nicht in seiner Position gehalten, wenn ihr mal gucken wollt. Schaut mal hier oben, das ist schon mal ziemlich angedellt. Die Rückseite ist reliefmäßig nach innen gedellt.
und hier unten sind auch schon Risse drin. Ja, da hat die Post echt verkackt. Ich meine, klar, so ein Paket, was aus den Staaten kommt, das hat durchaus mal so ein bisschen, ja, da ist mit ein bisschen Damage zu rechnen, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein dünner Karton. Wenn ihr das, ne, wenn ihr euch das mal anguckt, das ist, ne, verstärkt und sehr stabil. Wie die das schaffen, das Ding dann hier so verdaddelt hier anzubringen, also sorry. Und natürlich wieder genau der Funko Pop, die Seite mit dem T-Shirt war natürlich heil, wie sich das gehört. Ich bin enttäuscht. Aber was soll man machen? Die Post interessiert das nicht. Die sagen auch, nö, wieso, ist da alles gut? Mal sehen, ich werde mich mal mit Super Geekbox in Verbindung setzen, was die davon halten. Was soll ich sagen? Die Box an sich gefällt mir sehr gut. Ich mag den Funko Pop, auch wenn er zerdeddelt ist. Der fehlte mir auch noch, interessanterweise. Also 3PO fehlte mir noch. Ist schon mal sehr cool. Ich mag das T-Shirt, auch wenn es mir wieder mal nicht passen wird. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Box weiter behalten soll, weil zum einen kommt die in letzter Zeit immer häufig relativ spät. Dann halt das jetzt mit dem Damage, da können die selber nichts dafür, aber ja, T-Shirts, die mir nicht passen, das ist dann immer gleich ein Wertverlust für mich. Den Magnet finde ich cool. Die Karte an sich finde ich cool, wäre nicht der Umschlag hier zugeklebt gewesen, was ich nicht so cool finde. Das Lanyard finde ich irgendwie sehr cool von Adventure Time. Guckt es euch nochmal genauer an. Den Pin, ja, wie immer, ne? Pin. TARDIS geht natürlich immer, keine Frage. Ne? Ich bin zwar nicht so ein Fan von diesen Turnbeuteln, aber die TARDIS geht immer. So, das war's auch. Mehr ist da nicht drin in der Box. Aber die Box an sich ist gut. Bin zufrieden mit dem Inhalt. Das ist immer das Problem. Ich bin zufrieden mit dem Inhalt, kann aber die Hälfte davon nicht benutzen. Das ist immer irgendwie blöd. Tja, Was meint ihr? Weiterhin Super Geekbox kaufen oder nicht mehr Super Geekbox kaufen? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lässt. Und natürlich ein Abo. Warum habt ihr eigentlich noch keins? Was soll das? Sowas. Ja. Und dann denkt mir bitte noch an die Funko-Sammelkiste auf Facebook. Da seht ihr sowas auch und könnt mit den Leuten diskutieren über diese Beschädigungen an den Pops. Und dann denkt mir auch bitte noch an meine Freunde und Kollegen bei YouTube. Die sind da. Da könnt ihr auch mal hingehen und lasst denen auch mal ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.